Herzlich willkommen zu einem Produktvideo unserer Rück- und Belegmeldemodule. Heute zeigen wir einmal, wie man die Rück- und Belegmeldemodule ideal einbauen kann in einen Schattenbahnhof beispielsweise oder in Abstellgleise, um zu überwachen, ob dort ein Zug ist oder ob dieser belegt ist und wie weit er dort vorangeschritten ist. Hier sehen wir jetzt einmal die drei Abstellgleise im Schattenbahnhof. Gleich zeige ich das auch noch einmal in einem Video. Und hier sieht man jetzt, dass in den drei Gleisen Züge stehen. Man kann die natürlich noch feiner unterteilen, indem man das mit verschiedenen BM-Modulen oder RBM-Modulen unterteilt und nicht pro Gleis einen Abschnitt macht oder zwei Abschnitte. So kann man beispielsweise auch sehen, wie weit der Zug in dem Gleis steht und nicht nur, ob dort ein Zug steht oder nicht, und kann dann zum Beispiel auch punktgenau bis zum Anschlag fahren, bis zum Prellbock fahren, um den Zug dort anzuhalten. Ohne dass man da direkten Sichtkontakt haben muss. Das Ganze läuft über die MZS Pro in diesem Fall und die Rückmeldung läuft per Funk und man kann das auf der Z21 App einfach in seinem Schaltbild hinzufügen und sehen. Hier sehen wir jetzt einmal, wie das Modul startet, das Funkmodul erkannt wird durch das doppelte Blinken und die Verkabelung. An diesen RBM ist noch ein weiterer BM dann angeschlossen. Wenn wir jetzt mit dem Zug in den Abschnitt einfahren, sehen wir, dass auf dem RBM eine LED angeht, die die Belegterkennung an dem jeweiligen Abschnitt darstellt, hier jetzt an L1. Und wenn wir jetzt das etwas weiter unterteilt haben, wir können entweder zwei RBMs nehmen oder wir nehmen einen RBM mit einem BM in Kombination, um 8 Ausgänge zu haben, um mehrere Ausgänge zu haben. Und hier ist es jetzt so, dass immer zwei Gleise, also jeweils 60 cm zusammen einen Abschnitt bilden. Man kann es natürlich auch noch viel feiner unterteilen, zum Beispiel hinten zum Schluss nochmal ein Gleis vor dem Prellbock. Und wenn der Zug jetzt einfährt, dann wird in der App die ersten beiden Gleise rot. Und wenn er die überschritten hat und auf die zweiten Gleise fährt, werden die entsprechend rot. Und so weiß man, dass man dann anhalten muss. Wie gesagt, vor dem Prellbock könnte man auch nochmal eine Trennung machen, dass man explizit vor dem Prellbock nochmal weiß, so jetzt bin ich angekommen. Thank you.